Herzlich willkommen zu meinem überhaupt nicht improvisierten Intro für State of Decay 2. Viel Spaß bei der Folge. Ankettung steht bevor, was? Okay. Ich fahr nicht weiter, ich bleib genau hier stehen. Ich weiß nicht, was dann passieren soll. Weiß auch nicht. Willst du mal ausprobieren? Nein. Wenn der schon der extremen Sound dafür macht, scheint das nicht gut zu sein. Ich glaube, dass du einfach zurückgeportet wirst. Aber ich weiß es nicht. Hundertprozentig würde ich es nicht beschwören. Wäre schlecht, wenn ich jetzt zurückgeportet werde. Irgendwo muss noch was sein. Ah, hier. Hier. Kein Mensch sowas, ey. Stimmt, ja, der Koop-Modus ist ein bisschen. Naja. Ankettung steht bevor. Ja, ist doch gut. Ich habe einen Energy Drink, vielleicht hilft das dabei. Oder geht nur Kaffee? Der Energy Drink füllt, glaube ich, nur Dings auf. Ausdauer. Schon auffüllen, auftanken. Ich gehe gerade mal abladen. Denk dran, das Zeug drüber zu laden. Ja. Ups. Tüte mit Squizzles. Ich schrotte hier noch bald mein Fahrzeug. Ich sollte echt mal tanken. Nee, wie war das? Ich will nicht diese komische Schlangentransformation schon wieder sehen. Hey, jetzt geht mein Markier. Also mein Marker fährt jetzt mit dem Witz. Hast du es geschafft? Also, bist du noch dran gekommen mit dem. Das ist ein Marktschreier im Moment. Säule. So, der Pelt hat die Gilde ausgeräumt, sagt er. Was hat der Pelt? Der hat die Gilde ausgeräumt oder bereinigt. Weil halt so viele drin sind, die keinen Namen und keinen Scheiß und nix da drin haben. Deswegen hat er die mal alle rausgeworfen. Ja, guck, der sieht doch schon viel geiler aus. Ja, auf jeden Fall. Sieht so nach einem Armee-Truck aus. Müsste eine andere Farbe noch haben. Guck mal den an. Weil viele Leichen hier schon liegen. Katsche! Und Hinrichtung! Das Schwert. Ich muss auf jeden Fall meinen Typen tauschen. Das ist doch fucking brutal. Der hier ist noch verletzt. Ich muss sie nehmen. So, da ich keinen Kaffee habe, muss ich mal den Charakter wechseln. Ja, ich auch. Mein Gott, ich sieht aus wie ein Typ, ey. Ich bin Angela Merkel. Ich wusste schon immer. So, wen haben wir denn noch? Den Pipo. Der Pipo hat noch nicht viel gemacht. Was hat die denn? Die hat nichts, oder? Nee. Spielt Streiche. Seine Moral ist gut. Spielt Streiche und Partyplanung. Das ist sehr gut. Das ist seine Moral. Ich muss ihn aber noch ein bisschen anpassen. Der ist noch nicht im Style. Er muss noch zum Ninja werden, wo ist denn? 9 mm. Er kriegt den Anfänger-Ninja-Hoodie. Rekruten-Hoodie. Oder Ninja. Ah. Das ist mein Rucksack hier. Kann auch gar nichts, der Kerl. Der ist erst neu dazugekommen. Guck mal, ich sehe aus wie Angela Merkel. Aber der hat schon. 7. Der Pipo.
Eigentlich heißt er anders. Der heißt, normalerweise heißt er Joao Figaro Pinto. Verstörter. Der Figaro. Kein Wachturm. Der Karabiner. Erschöpfung, erlittener Schaden. Ja, das dauert alles ein bisschen. Warum hat der C4-Ladung einstecken? der C4 einstecken. Okay, ne, das lassen wir mal. Das bunkern wir mal schön ein. So, der Karabiner ist fast kaputt. Reparieren kostet zu viel. Schlager steht ein, kriegt was anderes. Damn, too loud. Das hat keiner gehört. Das hat keiner gehört. Fuck, schau mal, wie viele 22er. Und was habe ich denn viel? Brauchst du 22er, Muni? 54er Patronen, aber dafür habe ich keine Waffe. Ich habe 44er Magnum Patronen. Und ich habe eine 50er AP Patrone, gell? Was das für ein Gewehr sein wird. 50er AP. AP ja, ist 50er Kaliber. Panzerbrechend. Ja. Das muss ein frischig fettes Sniper-Gewehr sein. Das sind diese richtig fetten. Brauchst du 22er? Ich nehme die Schrotflinte mal mit, weil da habe ich irgendwie 100 Schuss für. Doch. Ich habe der Alten mal eine Schrotflinte gegeben, also sollte ihr die bringen, ich hätte die behalten können. Dafür aber auch was anderes gewonnen. Warum hat der einen Schraubenzieher als Waffe? Das geht nicht. Wie sieht denn das aus, wenn ich das hier mache? Okay, man geht immer automatisch nach vorne. Okay, einen Joke kann ich auf die Schrotflinte machen, muss ich sagen. Das ist gut voll getankt, der nicht so. Aber ich habe ja noch Benzin dabei zur Not, also geht schon. Bei mir ist alles kaputt hier, ich muss irgendwas reparieren. Persönliches Ziel von Atkins. Wir sollen herausfinden, was die Gruppe von dem anderen Kill da unten braucht. Atkins ist bester Mann hier. Die Moral ist leicht erhöht, was? Ich kann meine Waffen nicht reparieren. Warum? Weiß nicht, da steht. Oh, ist wohl beschädigt. Wie ist wohl beschädigt? Ich stehe drauf, wenn ich hier drauf gehen will. Und hier dann auf reparieren. Betroffene Waffe, Karma. Und da steht Ausrüstungswaffe wohl beschädigt in Rot, aber ich kann es nicht reparieren. Guck mal, ob du was reparieren kannst. Ausgerüstete Waffe wohl beschädigt. Dabei habe ich genug. Sicher, dass es heißt wohl beschädigt und nicht beschädigt, dass es einfach ein Übersetzungsfehler ist? Die ist beschädigt, die hat Maximalhaltbarkeit nur noch so einen Miniaturstrich. Ja, aber maximale Haltbarkeit heißt ja einfach nur, ob die lange haltbar ist. Das ist ja die maximale Haltbarkeit und nicht die aktuelle. Ah, fuck, ich wollte mal nicht. Hat die schon so ein gelbes Ding drüber, oder? Nee, hat die nicht. Ne. Aber ich habe gelernt, wenn du das Gelbe schon drüber hast, dann geht es voll schnell kaputt, deswegen ist das dann immer. Ja, weil sie dann kaputt sind, wenn das gelb ist. Dann ja, musst aber du dann kann ich ja nicht sehen, wann die mal kaputt sind. Ja, wenn es gelb ist. Na, wow. Dann ist schon zu spät, wenn die gelb sind. Ja, nee, dann kannst du sie reparieren. Nee, weil dann gehen sie so schnell ins Rote rüber. Ihr braucht Hilfe. Wir sind da, um euch zu retten. Hallo. Yo. Schieß auf den Auto. Kann ich mal aufhören, auf mein Auto zu schießen, du geisteskrank. Was ist denn mit dem nicht in Ordnung? Holt er da so eine Minigun raus? Zum mich verarschen? Let's get down to business. Ja, aufs Auto.
Ich sollte mit Brooke ist die Anführerin. I think we can help each other out. Das ist sie doch. Might as well. Better keep looking. Wir brauchen eine Seuchenprobe. Careful out there. Wir durchsuchen erstmal den ihr Haus. Holy shit. Was hat die denn einstecken, ey? Ich hab auch schon den Tripo hier, den ich will, den habe ich von so einer Enklave abgeworben, dann hat die Enklave sich aufgelöst. Und ich bin bei einer Fraktion verhasst. Da muss ich mal rüberfahren und die ausrotten, mal gucken. Was haben wir so? Boring. Das heißt, wir können die jetzt einfach angreifen, oder? Ja. Nee. Aber weil ich denen nicht geholfen habe. Die haben dauernd um Hilfe gerufen und dann bin ich nicht gekommen, weil ich hab dann einfach keine Zeit. Dann waren die für mich irgendwie schon. Ja. That's not gonna happen. Aber die hat ein gutes Gewehr, oh. Ja, Trommelmagazin sogar. Hä, hat die Ninja? Hat die ein Samurai-Schwert? Ist das richtig? Tatsache. Aber die hat echt nichts. Hey. Ja, wir brauchen eine Seuchenprobe. Die hat ein Paket mit Rezeptbreien, Medikamenten. Like, at all. Wir brauchen eine Seuchenprobe von der Ollen. Mhm. Für die Olle, Erse. Wollen wir die? Nicht allzu schwer zu kriegen. You got something for me? Gay. Gay? We're definitely on the way now. Gärtnerbuch. Bringt einen Überlebenden die Grundlagen des Gärtners bei, dessen Ackerbau. Oh, das ist für mich verkehrt. Das hebe ich mir auf. Cool, das. Das kannst du aber nur jemandem beibringen, der noch einen Platz hat, den du es beibringen kannst. Ja. Gucken, ich habe den einen oder anderen noch. Weil der kann zum Beispiel Munition herstellen, den ich jetzt hier habe. Ich glaube, warte mal. Haben die irgendwas Tolles? Die eine hat Medizin, er hat Handwerk und er hat Computer. Hast du da schon Scheiße reingemacht hier hinten, oder was? Bei dir? Ich kann das alles nehmen, wenn du bei dir Platz brauchst. Ich meine, noch habe ich Platz in meinem Inventar, so ist nicht. Ich weiß eine solchen. Was? Dann ist da noch was. Also eine 44er wäre schon nicht verkehrt. Oder eine 50er? Hier fehlt noch was. Das ist noch weiß. This place is a waste of time. Hast du das hier? Aha. Irgendwas muss es hier noch geben. Übrige Ressourcen. Hä? Hier? Nein. Keine Ahnung. Ich fahre auch manchmal einfach weg, weil... Entweder wir finden einen roten... Oder wir fahren nochmal kurz zurück und holen das Ding. Mit Sicherheit noch eine in der Kiste. Oh mein Gott! Oh. Einmal kurz die Karte geöffnet.
Über was fährt er denn als dagegen? Was ist das denn? Der stellt sich manchmal an hier. Hallo. So, Seuchenprobe, gib mir das. Sehr schön. Damn, too loud. Baue einen Außenposten. Was heißt denn, baue einen Außenposten? Ja, ich muss den Außenposten claimen, einfach nur. Ups. Das sollte nicht passieren. So, Baruch, wo bist du? Hier. Hey there. Ich habe Thanks, das buddy. Hier. Next one's on me. With these plague samples, I can make something that'll cure blood plague if one of us gets infected. We're happy to share the recipe if you need it. Grazie. Ich hab die jetzt angeworben. Wenn ich die jetzt in mein Haus bringe, gehört die dann mir? Nein. Hm? Aber was du machen kannst, wenn du in deiner Kiste ganz viel Zeug hast, was du handeln kannst, kannst du die direkt dahin bringen zur Kiste und kannst dann mit der direkt handeln. So dass du das Zeug nicht alles zu der bringen musst. Aber die hilft dir jetzt nur aus. Mehr macht die nicht. So anwerben kannst du die, wenn du einen gewissen Ruf bei der erreicht hast. Kannst du die abwerben. Wenn du einen von denen abwirbst, dann ja, keine Ahnung, da stand irgendwas mit Ruf. Diese Enklave bedrohen. Nein. Yes? Ja, und wann kann ich das machen? Ja, die geben dir später noch Quests. Die brauchen dann mal Hilfe, rufen dich dann und sowas. Also alright, see ya. Ich hab's immer weggeschickt. Was passiert, wenn ich den Außenposten mal anspruche? Das geht ja dann nicht, ja. Aber die können dir auch Betten zur Verfügung stellen, zum Beispiel sowas. Hat ja schon Vorteile, wenn du die als Freunde hältst. Oder du werbst halt einen ab, wenn du siehst, der hat gute Fähigkeiten. Hey, ich will die Waffe von der Eulen haben. Dann kannst du die anwerben, dann kannst du die Waffe von der nehmen. Oder du erklärst den Krieg und dann tötest du sie. Sagt die Waffen nehmen. Irgendjemandem soll ich helfen? Aber ich sehe nichts auf der Karte. Finde und rette Amy, die fremde Person, die um Hilfe gebeten hat. Kriege ich die dann, oder was? Baummeister zurückgelassen. Ja, dann retten wir die, dann gehört die mir. Jo. Warte mal, da waren rote, gell? Roten brauchen wir. So musst du das machen. Du hast was getroffen. Oh, shit. Hey, du hast mich durch mein Auto geschleudert. Hey, das Haus hätte ich dir 5 Kilometer weit weggeschleudert. Oh, ein Auto macht Faxen. Ja, weil da gerade jemand drunter gelegen hat. Auf jeden Fall habe ich einfach auf den geschossen, aber dann habe ich gesehen, dass da eine Schutzweste hat. Hey, die haben da einen gekreuzigt, hast du das gesehen? Die haben da einen Zombie gekreuzigt einfach. Nach ein roter. Oh, guck mal, okay. Ich weiß, warum die eingeschlossen ist. Ah, ey, weg. Hässliches Scheißvieh. Hey. Oh mein Gott. Jo, viele sind. Piss euch.
Na, ist kein Time to reload. Hey. Jetzt ist Time to reload. Ich hab noch einen Schuss. Das Gute bei Schrotflinte ist, du kannst einen Schuss nachladen und schießen. Ja, das war's. Keine Munition mehr. Ey, das ist auch so ein... Ganz ruhig. Help's on the way. Come with me if you want to live. Oh, you're a lifesaver. Die gehört jetzt auf jeden Fall. Ich kann die jetzt zurückbringen, dann gehört die mir. Kann auch, die läuft auch alleine zurück, glaube ich, oder? Nee, ich muss sie als Begleiterin anheuern, stand da. Und dann stand da, ja, ich bring dich zurück und so. Oh, Splittergranaten. Profischalldämpfer. Nice. Sehr viel gut. Profischalldämpfer ist sehr gut. Ein gelungener Schalldämpfer, der gut diese Actionfilme passen würde. Da drin ist noch zwei Sachen für dich. In denen sich Schalldämpfer wie ein Tacker anhalten sollen. Ja. Guck mal, hier ist was eins für dich. Und hier sind zwei Sachen für dich. Irgendwo ist noch eins für mich. Nee. Ah, fuck. Hallo, warum macht er so eine Kraft? We've got Z's everywhere. No way I can fit this. I think I've searched everywhere I can. Oh, das war wie... Wie ist das bei den Actionfilmen? Tolle Actionfilme. Aber ich hab ein geiles Kokori, guck mal. Kokori. Kokori. Wo waren Kokori, meine ja. überhaupt? Hä? Achso, da hinten. Kann man mit der handeln jetzt noch? Moment. Nee. Die rennt weg. Ja, aber die mir folgt. Hi. Und diese Klar werden handeln, natürlich. Erstmal die hier. Geht das? Ja. Da. Luxusgegenstände verkaufen. Nee. Perfekt. Da. Again. Wollen wir erstmal hier durchsuchen oder wollen wir die zurückbringen erst? Ich wollte die eigentlich nur zurückbringen, aber hier war ein Ding, was ich durchsuchen wollte. Und zwar so. Also wenn du so ein Reparaturding findest, noch eins. Hey, compadre. Compadre. Das ist nicht compadre. Ja, wo ist denn jetzt? Oder muss ich die da unten hier reinbringen oder was? Ach so, ich soll die zu ihrem Zuhause zurückbringen. Ach so. Jetzt verstehe ich das. Ich soll... Oh, okay. Prinzessinnenhaus ist die... Der Saug ist... nein, will ich nicht wechseln. Da hinten. Fahren wir da hin. Nein. Ist doch schon alles fertig, oder? Repariere beschädigte Anlagen. Warte mal, ich guck mal kurz. Ich bin mal kurz auf Klo.
Ach so, das dauert einfach noch. Was genau will der von mir? Get behind how the network runs its ship. They got some guts. Also? Da. Die Zombies richtig abzufacken. We picked up a hitchhiker. Ja, wen soll der denn bitte rausholen? Sonst haben wir der Kopf explodiert. Hä? Du hast nichts. Jetzt, dem ist einfach der Kopf. Go! Ja, ganz ruhig, ich muss erst mal gucken, wo wir hin müssen überhaupt. Skelonis. Skelonis. Ah, Moment. Was? Wenn wir schon hier sind. Was dann? Immer die Aussichtspunkte mitnehmen. Wichtigste. Ich krieg mich niemals. Zombies kommen die Leiter auf jeden Fall nicht. Oh mein Gott, die kommen alle zu mir. Even by our standards, that was bullshit. Das ist ein Tank? Auffülltank? Das ist noch ein Helm, da hinten. Maisfarm. Was ist das hier? Gewonnen. Gewächshaus. Jetzt ist gelb. Ausrüstungsschuppen. Kannst du das auch sehen, wenn ich das mache? Gärtnerlager. Du hast viele Sachen entdeckt hier auf jeden Fall. Das ist ein Malvo-Wagen. Da gibt es bestimmt Reparaturkits. Kostenlose Klinik. Ja, mehr kann ich nicht sehen. Doch, doch, da ist noch was. Bring mir die Olle erstmal zurück, oder? Ja, einfach nur erstmal, dass man das sehen kann, falls was Interessantes hier ist. There's a horde headed our way, fast. Was? Oh mein Gott! Was geht denn da? Eine Horde! Die Waffe ist kaputt! Hinter dir! Boah, mich voll erwischt, ey. Hast du die Seuche? Ja, nicht direkt, ich bin nur krank. Das ist kein Totenkopf. Also. Die hat es gesagt, da ist eine Horde unterwegs. In dem Moment bin ich ausgestiegen. Also wäre nicht ausgestiegen, wenn hätte ich das gesagt. Und dann standen die da direkt hinter mir. Ich wollte doch nie auf den Aussichtspunkt.
Hey, komm her. Well, that's the last of them. Meine Fresse, ey. So,